Moin Leute. Moin Moin. Herzlich willkommen zum Achtelfinale Portugal-Slowenien. Montagabendspiel, also jetzt der spätere Abend, 21 Uhr, genau. Portugal-Slowenien. Ich dieses Mal mit den Portugiesen. Und ich bin mit dann in Weiz. Zuschauer zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und es geht heute um das Halbfinale hier in diesem Wettbewerb. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt und wenn diese beiden Clubs aufeinandertreffen, dann wird es auch immer intensiv und hochklassig. Das ist die Chance. Was jetzt Abseits oder was? Irgendwas war. Leute, wir haben immer noch keinen Ton, also für uns jetzt. Für euch natürlich schon. Aber der VR hat mal wieder zugeschlagen. Das war ja fast so wie bei Deutschland-Dänemark, ne? Der Schnürsenkel, der im Abseits war. Ah, Glück für die Deutschen in dem Moment. Hui! Würde gleich mal gut abschauen. Wir schauen auf die heutige Aufstellung. Sie wählen ein konventionelles 4-4-3. Jetzt hier noch? Bist du Außenriss? Mhm. Hallo, ich brauche Spieler. Iličić. Nicht ungefährlich, Steilpass. Ja, kein Abseits, da ist das Ding. Einfach mal rein, Flavina, da hätten wir die Ecke. Schön. Nicht schlecht. Wäre ja nicht der erste Favoritenschreck. War schon bei den Italienern. Und naja, fast zumindest bei den Engländern gesehen. Wo man sich fragen muss, sind das immer noch Favoriten nach denen? Leistung, die Briten hier im Turnier bis jetzt gezeigt haben. Schlimm ist, dass sie das individuelle Material haben. Ja, es war immer jedes Spiel. Das heißt, war immer jedes Spiel für sich zu entscheiden, auch wenn sie schlecht spielen. Und Portugal hatte ja gegen schon Georgien so seine Schwierigkeit, ne? Oh Gott, da spielt er so ein Scheißball. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Ja, nicht entschlossen gut. Geklärt. Auch nicht. Auch nicht. Gorenz Stankovic. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Chance für den Konter jetzt. Mensch, halt die fest jetzt. Am Ball jetzt Vitinha. Hohes Zuspiel auf Ronaldo. Das ist jetzt eigentlich mal Ausverteidiger gewesen. Man weiß das ja. Alter Schwede, ey. So, jetzt kommt Ronaldo. Bums die Bums. Er geht in den Strafraum. Nee, Bernardo Silva, was? Ja, eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Klasse Aktion da. Geh bitte. Cristiano Ronaldo. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Bin ich aber geschossen. Sie machen schon sehr früh Druck. Ach. Gut dazwischen gegangen. Cristiano Ronaldo. Bam, Digga, CR7, da ist er. Wird er doch geschossen. Richtig ein reingelunzt da hinten. Ach, also, ja. Was? Was? Also, ich meine die Slowenen. Und nur da unten. Iličić. Er nervt mich schon ganz schön hier mit diesen Slowenen, Alter. Abseits, Junge. Ja. Ja, ist ja gut. Abseits, Junge. Kann man nicht rechtzeitig zurück. Ja. Gibt den Vorteil für die Portugiesen. Die Frage ist, dass er ihn holen und trotzdem nicht auffällt. Ja. Weil er so Wieselflink ist. Ach ja, mal entweder der Ball oder der Spieler. Aber nicht beide. Oh, Lack. Dann. Alter, das war das für eine Parade, Alter. Leute, nicht wundern, wir gehen ja langsam in den Tarnmodus. Alter. Ja, schon dumm, was mein? Kannst du ja nochmal das Licht angucken. Ja, nee, lassen wir es. Ja? Lassen wir es. Oder? Mach anders. Leute, meint ihr, das bringt was? Ja. Ah, mal, so sehen Licht wir, im so Keller. Sehen wir aus. So, jetzt guck hin da. Ronaldo wartet schon und will ballern. Hebe, so, Digga. Oh. Ja, Alter, Mann, ich werd bekloppt hier. Wie alt ist er? 41? Ja. Das ist der Befreiungsschlag aus der Ecke, wird also nicht. Oh, der rausrückt. Erstmal abgebrochen. Ah, den kann man nochmal ganz schnell rausholen, ne? Allein hier nochmal. Sie bekommen den Einwurf.
Sie gehen dazwischen. Das Kombi packen Gas. Aus. Einer. Und alles also Zeit das Spiel meint Philipp noch nicht. Alles Zeit und Energie. Was jetzt? Abseits? Abseits? So. Ja. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Schlecht gemacht. Nee? Nee? Mag ich nicht. Weg ist der Ball. Ja, gerade geschossen. Schon lieber. Wild. Allein schon wegen des Einsteigens gelb. Bernardo. Unabhängig davon, ob er am Ball trifft. Wo ist er denn eingestiegen? In der Bahn oder im Bus? Ohne Herde, ey. Rafael Leao. Dann doch, ah. Shit. Weiter Portugal, Vorteil. Ah. Oh, da war er wieder. Zerr 7. Oh, ein Fehler. Was? Nee. Na, sind wir etwas nervös? Ne? Sind wir nervös? Ne? Du bist eigentlich gar nicht im Sinne von. Viel Einsatz. Weiter diese Szene. Das sah nach Verwarnung aus. Keine gute Aktion. Eigentlich kann ich ja nur mit dem Slugi hier gewinnen. Boah, da der Kochonis, Digga, Kochonis. Und dann bringt dieser Angriff doch nichts ein. Rafael Leao. Aber angestrengt. Ja, warum? Boah, angestrengt ist er. Da ist er angestrengt. Merke schon den Druck. Ecke kommt rein. Ecke findet keinen Abnehmer. Da ist die Chance. Oh nee. Oh nee, oh nee, er lädt full. Also. Die Hose full? Oh nee, der hat schon gelb. Also da hat der Kollege sie gerade ganz sicher vom Rückstand bewahrt mit dieser Superparade. Ganz allein. Wow. Nicht drin. Schade. Schade, Leute. Auf und vorbei. Aber man ist hier nicht chancenlos, das ist schon mal was. Das ist doch schon mal. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Hm? Jee. Die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. Das darf er nicht. Das hat Lea. Oh. Springe. Vorteil Portugal. Ja, oder ja, das darfst du nicht. Immer noch. Ruben! Und jetzt. Halbzeit. Junge, du hast ja hier auch gar nicht. Ich bin verwirrt, weil ich den Schiff nicht höre. Ich bin quasi top, Leute. Stumm? Top, stumm? Nee, stumm bin ich nicht. Ich kenne die Leute gerne, aber bin ich halt. Jetzt was? Nuno Mendes. Guter Pass jetzt. Rafael Leao. Schuss von Ronaldo. Ja, 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 ja. Die Einschläge kommen näher. Jetzt, Ronaldo. Ecke wird ausgeführt von Bruno Fernandes. Der Befreiungsschlag. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Nächste Ecke jetzt. Der Ball geht an die meine Güte, hoch. Gute Balleroberung. Was waren Sie drauf? Elfmeter. Das will ich sehen, das will ich sehen. Der ist hingefallen. Ey, er hat noch rot jetzt, ne? Also. Wo gerade schießen, ne? Also. Guck dir an. Ganz übel. Wischt er mir da über. Da rutscht er einfach weg. War eine super Wiederholung. Das ist gut, kann man es auch richtig gut sehen. Ach, ärgerlich. Schade. Doof. Also, noch ist da nichts verloren. Cristiano Ronaldo läuft an. Boah, er ist aber zu schnell geschossen. Ja. Schon eine Sekunde vorher in die Ecke gedrückt. Und, yeah, und Oblak kam gar nicht mehr vom Fleck, so schnell war der Ball. Eine enge Kiste. Hm. Naja, auch kein Laufweg, ne? Also wenn ich sage laufen, meine ich eigentlich laufen. Schoss zum Konter jetzt. Ab in eine 12. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg.
Ja. Weil er den Ball nicht schnell genug spielen kann, weil er einfach limitiert ist. Rafael Leao. Der Versuch. Leao, Digga, was gedacht, Alter, ich ja, ne? Schuss dabei rum, keine Probleme. Alter. Gute Aktion. Los. Ja, aber das ist auch alles zu langsam. Und das war ein Foul, Freistoß für Portugal. Ja, weil der alte Mann da in den Rasen tritt, weißt du? John erstmal Wayne. John. Er versucht einfach. Ich auch noch mal kurz hier fast. Große Distanz, dann trotzdem so ein klasse Ball, fast das Tor. So, und? Wer ist denn euer Favorit hier gewesen eigentlich in echt? Hm? Rafael Leao. Langsam wird's gefährlich, schönes Ding. Da machen sie zu, wichtige Aktion. Und er schießt. Gute Aktion. Ey, das war aber jetzt hier eine dankende Einladung, die ich hier ausgesprochen habe, ey. Boah, was eine Parade, Alter. Über den denn raus. Da hol er einen raus. Gute Aktion von beiden. Ja, klar. Da passt der so schnell wieder hoch. Pass bleibt hängen. Das war ja ein Laufweg, der war ja gar nicht mal so nice. Silva spielt den Steinpass. Jan ist wieder da, Digga. Ja? Noch so eine Überlebenschance dadurch. Ecke ins Zentrum. Der Befreiungsschlag nach dieser Ecke. Was macht der denn da? Gorenz Stankovic. Was? Ich bin doch angeschossen. Iličić. Ist mir Ellbogen gegeben, ich hab's genau gesehen. Weißt du, ich soll spüren. Benjamin Babic. Wo ist der Ball? Ach, verdammte Axt. Nein, ah. Geht mit Einwurf weiter. Sie verlieren hier den Ball. Okay. Ball wird abgeschirmt. Erstmal ruhig. So, dann machen wir erstmal Pressing, ne? Ein bisschen auf den Sack gehen, dem Jungen. Ja. Komm. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Aber dieser Vorteil wird abgepfiffen, wird hier also Freistoß geben. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Und jetzt geht es hier Freistoß. So, dann können wir erstmal um Nebels bringen, ne? Sie nehmen den Wechsel von der Ballern, ja? Die Chance jetzt. Ja. Aber das war knapp. Gut. Ja, ich gebe dir gleich Abstoß. Kleiner Lumpi hier, ey. Freistoß wird ausgeführt. Oh, Šeško. Keine echte Gefahr. Mach ihn doch. Kopfball, weil sie da schön zumachen. Wieso nimmt er denn den Spieler, Junge? Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Lange ist nicht mehr. Jetzt wollen sie den Ausgleich. Ja, damit der Fußpieke noch rankommt. Die Szene damit erstmal geklärt. So ein Ärgernis. Alter, ich krieg hier auch keinen Ball mehr. Body. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Er passt gut auf und hat den Ball. Gleich ist hier Schluss in diesem Spiel und im Moment liegt Portugal knapp vorne.
Ich glaube, die Mannschaft ist zuversichtlich. Die Fans sind, das wirkt zumindest so auch. Nein, weil er die nicht annehmen kann. Sie können das hier schaffen. Ein Tor Vorsprung. Jetzt. Klar, Spiel. Da kann man sich nicht ausruhen. Aber es sieht gut aus. Ja. Okay, hey, so. Ah, so ein reingearbeitet. Kann ja wohl nicht sein, ne? Und mit diesem Tor ist das Spiel. Da müssen wir jetzt erstmal CR7, ne? Eine enge, eine spannende Partie. Cristiano Ronaldo mit der Flanke. Sie haben geklärt. Ah, das frühe Stören, das zahlt sich aus. Da haben Sie den Ball. Ball wird geblockt. Oh, Leute. Das ist Ruben Neves. Ja, scheiße. Also. Oh, nicht durch die Beine. Nicht doch, durch die doch, Beine. Doch, das da nicht zweimal da. Durch die Beine. Das jetzt schon. Oh, ist das bitter. Das ist bitter. Das ist bitter. Diesen Schummel sich hier durch, ey. Ja, einmal noch die Arschbacken zusammengekniffen und dann reinge... Ja, seit 20 Minuten nicht vorne gewesen, ey. Hier, also... Der passt durch die Beine und der Schuss auch durch die Beine. Nee, doch nicht, aber... Aber halbwegs. Oh, da kommen ja nochmal mit dem blauen Auge hier, die Portugiesen. Also, 3:2 also. Da ist alles drin. Eine Minute noch. Ja, mit viel Einsatz. Mann, geh hin! Ach, Mann! Alter, ist das ein gearbeitet? Ja, faul und rot und abgibt. Ja, ich glaube, auf der. Ach, Alter! Alter! Rubin für ihren Kampf nicht belohnt. Portugal hat seine individuelle Klasse ausgespielt. Ja. Ist halt so, Leute, ne? Wie England. Wie England. Slowakei, ey. Der Bellingham per Fallrückzieher. Ja. Ja. Kann man mal so machen, ne? Gut! Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Das war der Montag. Schönen Montagabend. Genau, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.